Hey und Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Archero. Weiter geht's hier in der Sturmwüste. Wir sind nur bis 26 gekommen, weil der Brand einer Brandbombe genauso viel Schaden macht wie die Bombe an sich. Völliger Schwachsinn. Aber gut, wir haben letztes Mal eine 300 Juwelenkiste aufgemacht, haben diesen super tollen grünen Ring bekommen. Warum auch etwas Besseres? Warum auch einen besseren Bogen? Ich brauche auf jeden Fall einen besseren Bogen, das ist so wichtig. Deswegen haben wir leider nur so einen Müllring bekommen, aber ist okay. Wir machen weiter. Und schauen uns das nächste an. Blitz ist eine gute Sache. Oh, wir kriegen das tatsächlich jedes Mal, oder wie? Wow. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, zumindest, ne? Also was wird's auf Level 1 gegen diese Spinnen tun? Hm? Geht irgendwie nicht anders. Was hab ich gerade Blitz? Na gut, Blitz ist jetzt nicht so geil. Muss man mal sagen. Ah, oh, das ist schon eins, okay. Jetzt brauchen wir jetzt noch einen Durchdringer. Durchdringenden, durchbohrenden Schuss und dann ist das damit ganz okay. Warum kriege ich hier die ganze Zeit Erfahrung? Warum habe ich gerade Erfahrung bekommen? Als ich den Gegner gekillt habe. Tja, doof gelaufen, war. Kommst doch nicht durch die Steinchen durch. Waffenschriftrollen, nehmen wir mit. Gut, wunderbar. Drei Waffenschriftrollen nehme ich mit. Hier nehme ich mir noch einen Angriffsgeschwindigkeitsboost mit. Wunderbar. Bisher habe ich noch nicht eins von den neuen Skills gesehen. Ist ja schade. Wann kommen die denn? Mal ganz nice, einen davon zu sehen. Also man sollte einfach in die entgegengesetzte Richtung, aber beim Bossgegner funktioniert es halt nicht mit der entgegengesetzten Richtung, weil er einfach überall hinschießt. Auf die gesamte Map. Genau, nee, greifen wir schon den an. Harte Level. Da muss man sich noch viel mehr konzentrieren als beim ersten Level, ey. Holy shit. Also beim ersten Kontinent. Ah, verdammt, wieder eine Kiste gewesen. Anbetracht des Gegners, gegen den wir jetzt kämpfen werden, werden wir jetzt auf jeden Fall einen Frontfall reinziehen. Wobei Querschläge jetzt auch nicht verkehrt gewesen wäre gegen die Spinne. Und die bricht gleich auseinander. Diese kleinen Mistbiester sich vor mich stellen und dann einfach ihren Dreckskill drücken. Das wird hier widerwärtig, ey. Ach, Kollision gibt's natürlich auch noch, natürlich. Ich meine, die rennen ja eh schon alle auf mich zu und dann gibt's auch noch Kollisionsdamage. Na, warum nicht? Das finde ich sehr uncool. Wenigstens noch ein Kristall von denen bekommen gehabt. Ein Lebenskristall, ein GP-Boost. Hm.
Attack Speed ist auch okay. That's okay. Ja, ein bisschen Sound fehlt hier so, ne, in dem Spiel. So epische Sandmusik. So Wüstenmusik. Wäre ganz cool. Kleiner Springer. Ich weiß gar nicht, wie Damage die machen, würde ich auch gerne, ehrlich gesagt, gar nicht testen. Die werden schon ziemlich viel machen. Feuerschwerter. Okay. Es ist halt wie die Ringe, ne? Oh, yeah. Oder, ne, doch, die Ringe gibt's ja auch, oder? Hab ich bisher nicht gesehen oder nicht gespielt? Keine Ahnung. Ach, hat null Damage. Ich wollte sie mal probieren, die Feuerschwerter. Aber ich finde sie nicht so prickelnd. Okay, bis wir irgendwas haben, was wir wirklich brauchen, lassen wir das mit den Ads erstmal. Auch natürlich Viking Coins, die brauchen wir natürlich. Warum hat er mich gerade getroffen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na komm, wir haben die da hinten an, Alter. Ah, guck mal, hier sitzt. Okay. Hier kann man nachgucken, was man hatte. Bei Pause, ne? Das wäre ganz cool, wenn man es am Ende nochmal hätte. Und zweimal HP Boost, zweimal Attack Speed Boost. Das wäre echt cool am Ende halt nochmal. Gut, da ich die Feuerschwerter, also die Feuerschwerter finde ich jetzt nicht so geil. Muss ich gestehen. Bisher waren die noch nicht so praktisch. Ah, ich bin sowas von tot. Super uncool. Arsenal Lab. 200 Leben dazu. Eisschwerter und giftige. Tatsache nach diesen. Gibt es halt diese Schwerter. Monster explodieren beim Tod. Mal probieren das mal. Leider nur 842. Einen Run brauchen wir noch für das nächste. Aber wir haben irgendwas erreicht. Achso. Habe ich vorhin aber schon erreicht gehabt. Hätte ich einlesen können. Ne? Leider nur für so eine goldene Kiste. Das ist sehr schade. Schaden an Lufteinheiten plus 20 Punkte. Ja, Müll. Müll halt, ne? Okay. Aber was kann ich damit jetzt machen? Naja, vielleicht gibt es irgendwo. Ja, fusionieren kann man. Fusioniere Ausrüstung. Identische Ausrüstung einsetzen. Verbrauchte Ausrüstung wieder Aufrüstungsmaterialien liefern. Okay. Na gut, Leute. An der Stelle kurz eine kleine Pause bei Archero. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.